Wenn Sie schon länger in diesem Land leben, dann wissen Sie, diese erschütternde Gewalt ist nicht normal. So war Deutschland nicht immer. Das ist das Ergebnis von Politik. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Je mehr Menschen man aus Mogadischu ins beschauliche Oggersheim lässt, desto mehr wird Oggersheim wie Mogadischu. Jeder Mensch im Land versteht das. Niemand in diesem Land will das. Mogadischu, die Hauptstadt Somalias, ist eine Hochburg des Horrors. Eine der ärmsten, kriminellsten, mörderischsten, blutrünstigsten Städte der Welt. Für die Bürger im beschaulichen Oggersheim ist das also ein Albtraum. Diese Woche wurde dieser Albtraum blutige Realität. Was ich Ihnen jetzt erzähle, müsste in einem normalen Land, wie wir es mal waren, Schlagzeile in allen deutschen Zeitungen sein. Der Bundeskanzler müsste sich äußern oder zumindest die Innenministerin. Die Tagesschau müsste über alle Details berichten. Aber nichts davon geschieht. Die mörderische Ideologie des Islamismus, die in Massen nach Deutschland eingewandert ist, tobt in unserer einst beschaulichen Provinz. Und Politik und Medien schweigen, verschweigen. Sie sollen nicht erfahren, was nicht sein darf. Sie sollen nicht davon erfahren, weil unsere Regierung und sehr viele Hauptstadtjournalisten davon besessen sind, noch mehr Flüchtlinge aus islamistischen Höllenstaaten zu uns zu holen. Am Dienstagmittag, den 18. Oktober 2022 gegen 12:30 metzelt ein angeblich 25-jähriger Mann aus Somalia in der Philipp-Scheidemann-Straße in Ludwigshafen erst den Malermeister und Familienvater Sascha K., 35 Jahre alt, nieder, rammt ihm ein Messer in den Hals und hackt ihm eine Hand ab. Als Maler Jonas, 20 Jahre alt, seinem Chef zur Hilfe eilt, sticht der Somalier ihm mehrfach in die Brust. Beide Männer sterben auf der Straße in ihrem Blut. Der Mörder nimmt die abgetrennte Hand und schleudert sie auf den Balkon eines Wohnhauses. Bei seiner Bluttat brüllt der Somalier Allahu Akbar. Allah ist groß, der Schlachtruf der Islamisten. Der Täter flüchtet dann in einen Drogeriemarkt und verletzt dort einen weiteren Mann lebensgefährlich. Mutige Polizeibeamte schießen den somalischen Islamisten im Drogeriemarkt nieder, obwohl Polizisten in diesem Land inzwischen selber Angst haben müssen, ihre Waffe einzusetzen, weil sie dann schnell als Rassisten gelten. Wir waren am Tatort. Unser Reporter Ferdinand Tamm berichtet von einer Stadt unter Schock. Ich war sehr erschüttert. Ich hatte Informationen in der Straßenbahn bekommen und als ich dann hierher kam, ich war fassungslos und auf dem Weg nach Hause habe ich dann noch Tatort gesehen, Blutspuren und so und habe das dann gehört, also ich bin fassungslos. Auf jeden Fall, ja, ich fühle mich unsicherer. Das war die ganze Zeit irgendwie normal und gestern bin ich nach Hause gekommen, da war hier alles abgesperrt, voller Polizei. Feuerwehr. Ich dachte erst, es brennt irgendwo und wie ich das dann in den Medien mitbekommen habe und dann habe ich mir halt so meine Gedanken gemacht und nach hat man ja erfahren, was hier passiert ist. Das sind gerade mal 200 Meter von mir und ich bin heute Morgen aus dem Haus mit einer Flasche Haarspray, weil ich eben Angst habe, überfallen zu werden. Messerterrorismus in Deutschland. Massakrierte Menschen, die auf offener Straße verbluten, verenden. Man muss es leider so sagen. Man sollte meinen, dass das für die Tagesschau, für die wir alle gezwungen werden zu bezahlen, ein großes Thema ist. Denken Sie auch, oder? Nein. Da liegen Sie falsch. In der Tagesschau lief dieser Anschlag, der nichts anderes ist als ein Anschlag auf unser aller Art zu leben, als siebte, ich wiederhole, siebte Meldung. Nach Streiks in Frankreich und Lohnverhandlungen in der Chemieindustrie. 24 Sekunden lang war der Bericht. 24 Sekunden für zwei weitere ausgelöschte Menschenleben, die unsere vollkommen außer Kontrolle geratene Migrationspolitik gefordert hat. 12 Sekunden pro Mensch. Schauen Sie. Bei einem Messerangriff sind im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen zwei Männer getötet worden. Auf seiner Flucht verletzte der Täter einen weiteren Mann in einem Drogeriemarkt. Dort stellten Polizisten den Verdächtigen und schossen auf ihn. Er wurde schwer verletzt festgenommen. Der 25-Jährige ist den Angaben zufolge somalischer Staatsangehöriger. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Völlig unklar. Völlig unklar. Hören Sie, mit welcher Inbrunst die Moderatorin völlig unklar sagt. Völlig unklar. Nicht, dass Sie noch denken, diese Bluttat könnte irgendetwas mit Zuwanderung
aus islamistischen Staaten zu tun haben. Nein, 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 nein. Gehen Sie weiter, denken Sie sowas nicht. Im Sommer 2017 ermordete der Islamist Ahmad Al-Haf in Hamburg einen 50-jährigen Mann in einem Supermarkt mit einem Messer. 5 weitere verletzte er schwer. Im Sommer 2019 ermordete ein Jordanier in Stuttgart einen anderen Mann mit einem Samurai-Schwert. Ebenfalls im Sommer 2019 stieß ein Mann aus Eritrea einen 8-jährigen Jungen vor einen einfahrenden Zug im Frankfurter Hauptbahnhof. Der Junge wurde getötet. In Würzburg schlachtete der Somalier Abdirahman Jibril A. im Sommer 2021 3 Frauen mit einem Messer auf offener Straße ab. Bei seiner Tat rief er Allahu Akbar. Im schönen Ansbach in Bayern fiel ein afghanischer Islamist in diesem Sommer mit einem Messer über 2 junge Reisende her. So beschreibt Bild die Tat. Zitat: Dramatische Szenen am Bahnhof Ansbach, wo ein Jugendlicher 17 Jahre alt um sein Leben kämpfte. Nach Bildinformationen hat ein Mann 30 Jahre alt gegen 18 Uhr 2 Reisende angegriffen. Zunächst sprang er den 17-jährigen Deutschen von hinten an, umklammerte ihn. Die beiden fielen eine Treppe hinab. Der Angreifer saß danach auf seinem Opfer und wollte auf den Teenager einstechen. Zitat Ende. Die Opfer wurden schwer verletzt. Bei seiner Tat brüllte der Täter Allahu Akbar. Aus dem beschaulichen Bad Dürkheim erreicht uns jetzt gerade folgende Meldung. Am 19. Oktober 2020 gegen 1.30 Uhr hat ein amtsbekannter Täter in den Kappesgärten in Bad Dürkheim mit einem Hammerbeil auf ein Fahrzeug eingeschlagen. Über Notruf wurde zuvor ein dunkelhäutiger Mann gemeldet. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung der Person wurde noch ein Messer, eine Gartenschere, eine Haushaltsschere, ein Schraubendreher und Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige beleidigte eine Beamtin als Hure und die Beamten als Rassisten und drohte herauszufinden, wo die Beamten wohnen würden, um sie dann zu erschießen. Ende der Meldung. Unsere Bundesregierung weigert sich übrigens bis heute, eine polizeiliche Statistik über Gewalt mit Messern zu erheben, wie es sie zum Beispiel in England gibt. Der Grund ist einfach. Die Zahlen wären dramatisch. Unsere Regierung will diese Zahlen nicht kennen. Wenn Sie schon länger in diesem Land leben, dann wissen Sie, diese erschütternde Gewalt ist nicht normal. So war Deutschland nicht immer. Das ist das Ergebnis von Politik, das tödliche Ergebnis von Politik. Und wir könnten die Liste der Opfer, der Ermordeten, der vergewaltigten und brutal abgeschlachteten Mädchen und Frauen hier schmerzhaft lang fortsetzen. Oggersheim, die legendäre Heimat des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl, war mal eine geradezu sprichwörtliche Hochburg der deutschen Gemütlichkeit. Spießigkeit, sagten manche. Oggersheim war bekannt für Leberwurstschnittchen und Saumagen, aber nicht dafür, dass Menschen vor ihrem Supermarkt in Stücke gehackt werden, dass wahnwitzige Islamisten die abgetrennten Gliedmaßen ihrer Opfer auf Balkone schleudern. Auch auf den Titelseiten deutscher Zeitungen nichts dazu. Keine Zeile in der FAZ, auch nicht am nächsten Tag, nichts auf der Seite 1 von Bild, nichts auf der Seite 1 des Tagesspiegel, nichts auf der Seite 1 der Berliner Zeitung, nichts auf der Seite 1 der Süddeutschen Zeitung dazu. Stattdessen lesen wir dort zum Beispiel: Bundesregierung bereitet Cannabis-Legalisierung vor. Das schafft es auf die Seite 1, 2 niedergemetzelte Menschen in Ludwigshafen nicht mehr. Von unserer Innenministerin Nancy Faeser, die Rechtsextremismus als größte Bedrohung in unserem Land sieht, kein Wort dazu. Und nicht nur sagt Nancy Faeser nichts zum Terror von Ludwigshafen, auf Twitter kündigt sie einen Tag nach dem Gemetzel mehr Migration an. Nancy Faeser schreibt: Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland und wir machen Politik, die dem gerecht wird. Weg von bürokratischer Verwaltung hin zu echten Chancen für gut integrierte Menschen. Das Chancenaufenthaltsrecht ist unser erster Schritt für einen Neustart in die Migrationspolitik. Neustart, Sie verstehen, das heißt mehr Migration. Keine bürokratische Verwaltung, Sie verstehen, das heißt weniger Kontrolle von Migration. Gut integrierte Menschen, sagt Nancy Faeser. Wahnsinn. Wir nennen diese ständige, abgrundtief zynische Belehrung von Menschen wie Nancy Faeser der Bevölkerung nicht Besserwisserei, sondern Messerwisserei. Es kann für das, was Politik und Medien dort tun, nur 2 Begründungen geben. Entweder wir haben uns alle so sehr an islamistischen Terror, an diese Barbarei in unserem Land gewöhnt, dass es uns alle miteinander nicht mehr kümmert. Aber es kümmert uns, es bewegt uns, es besorgt uns, es macht uns traurig und wütend. Oder aber
Wir haben es mit einer medialpolitischen Elite zu tun, die über diese Schreckenstaten nicht sprechen, nicht berichten will, weil sie nicht zu ihrer Ideologie nahezu unbegrenzter und unkontrollierter Zuwanderung passen. Diese Leute wissen, dass sie für ihre angeblich so bunten Zuwanderungsfantasien keine Mehrheit im Land haben. Schauen Sie. Ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Vor allem aber verschweigen diese Leute die Konsequenzen ihrer Politik. Der Grund dafür ist so einfach wie gefährlich. Sie wollen noch mehr von dieser Politik. Was Mehrheiten denken, wollen und fürchten, ist unserer Bundesregierung vollkommen egal. Besonders die Grünen tragen ihre Verachtung für die Demokratie inzwischen vollkommen offen und geradezu stolz zur Schau. Hier ist eine der prominentesten und mächtigsten Grünen unseres Landes, Luisa Neubauer, die beim Parteitag der Grünen euphorisch beklatscht wurde. Applaus für Luisa Neubauer! Frau Neubauer ist dafür, Klima als Asylgrund anzuerkennen. Sie ist dafür, dass Menschen unbegrenzt zu uns flüchten können, weil es in ihren Ländern zu heiß ist. Grenzen nennt Frau Neubauer rassistisch. In ihrer Organisation Fridays for Future heißt es, Zitat, Grenzen funktionieren weiterhin so, wie sie ursprünglich gedacht waren. Sie unterstützen Kolonialismus und kriminalisieren marginalisierte Gruppen. Während sich der Klimawandel verschlimmert und mehr Menschen migrieren, um seinen Auswirkungen zu entgehen, übernehmen andere Länder rassistische und fremdenfeindliche Praktiken, um Migrationsbewegungen umzulenken oder gar zu verhindern. Rassistische und fremdenfeindliche Praktiken, damit meinen diese Leute unsere Staatsgrenzen. Was in unserer Demokratie die Mehrheit der Menschen über ihre wahnwitzigen Ideen denkt, ist Luisa Neubauer vollkommen egal. Wie sie bei Markus Lanz ganz offen zugab. Schauen Sie. Wir rennen gegen die Zeit an. Also sich herauszunehmen in einer Krise, die voranschreitet, schneller als wir das glauben, zu sagen, wir wollen aber die Zeit haben, das widerspricht der Wirklichkeit. Also wenn es um die Alternative geht, Zeit oder Demokratie, bin ich für Demokratie. Wenn Sie sagen, wenn wir haben nicht die Zeit, dann möchte ich von Ihnen einen Lösungsweg haben, wie wir diese schnelle Zeit erreichen. Herr de Maizière, die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Wenn wir die fundamentalen Krisen dieser Zeit nicht in den Griff bekommen, wie stellen Sie sich vor, sollen intakte Demokratien in einer 2 Grad wärmeren Welt aussehen, in der uns die Krisen um die Ohren fliegen, in der wir von Notstand zu Notstand diktiert werden von den Krisenumständen? Wenn Demokratien geschützt werden wollen, sollen, ich suche dann nach doch einem Weg, durch echte Maßnahmen. Ich suche nach einem Weg, dass Demokratien überleben und nicht Diktaturen. Sie sagten, die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Was Luisa Neubauer da sagt, ist nichts anderes als eine Forderung nach Diktatur. Die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht, heißt übersetzt, dass wir keine Zeit für Demokratie haben. Grüne wie Luisa Neubauer wollen keine Demokratie mehr. Sie wollen einfach bestimmen. Sie wollen über unser Leben bestimmen. Was Grüne wollen, ist mehr, mehr, mehr von dem, was die meisten Menschen in diesem Land inzwischen als lebensbedrohlich empfinden. Diese Woche haben unsere Außenministerin Annalena Baerbock, ich komme eher so vom Völkerrecht, Annalena Baerbock und unsere Innenministerin Nancy Faeser bekannt gegeben, dass sie innerhalb eines Jahres 12.000 Menschen aus Afghanistan, aus dem islamistischen Afghanistan, plus deren Familien in Deutschland aufnehmen wollen. 12.000 Menschen und ihre Familien, das sind 40.000, 50.000 Menschen. Das ist eine komplette Kleinstadt, die wir aus dem islamistischen Afghanistan nach Deutschland umsiedeln. Offiziell geht es natürlich um Menschen, die, Zitat, sich durch ihren Einsatz für Frauen und Menschenrechte oder durch ihre Tätigkeit in den Bereichen Justiz, Politik, Medien, Bildung, Kultur, Sport oder Wissenschaft besonders exponiert haben und deshalb individuell gefährdet sind. Gleiches gelte auch für Afghaninnen und Afghanen, die, Zitat, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder ihrer Religion eine sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergebende spezifische Gewalt oder Verfolgung erfahren beziehungsweise erfahren haben. Zitat Ende. Das ist die offizielle Begründung unserer Bundesregierung. Aber unsere Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass Menschen falsche Angaben machen, um nach Deutschland zu kommen und dass niemand diese Angaben überprüft. 2015 und 2016 waren über Nacht plötzlich alle Flüchtlinge angeblich Syrer. Der islamistische Messermörder von Ludwigshafen ist offiziell übrigens 25 Jahre alt. Er hat aber eine Tochter, die 13 Jahre alt ist. Was das bedeutet? Er hat bei seiner Einreise ein falsches Alter angegeben, vermutlich um als minderjährig zu gelten und ins Land zu dürfen. Niemand hat ihn überprüft. Wir werden überrascht sein, wie viele politisch engagierte, Taliban-kritische Transpersonen es plötzlich in Afghanistan gibt, die nun zu uns
wollen. Unsere Regierung weiß, dass sie die eigenen Kriterien niemals überprüfen kann und es auch gar nicht will. Es ist ein statistischer Fakt, dass wir uns durch solche Programme noch mehr furchterregende Gewaltkriminalität, noch mehr islamistischen Wahn in unser Land holen. Und trotzdem tut unsere Regierung genau das. Um es klar zu sagen, wenn diese Politik nicht gestoppt wird, wenn wir sie weiter so hinnehmen, wird sie noch mehr Menschen das Leben kosten. Genau das ist unsere bittere Erfahrung aus den letzten 7 Jahren. Genau das ist der Grund dafür, dass es für den Zuwanderungsfanatismus der Grünen keine Mehrheit in Deutschland gibt. Wir schaffen das. Sie alle kennen den berühmten Satz von Angela Merkel, der die Flüchtlingskrise 2015 und 2016 erst zu dem hat werden lassen, was wir heute Flüchtlingskatastrophe nennen müssen. Hier ist er noch einmal. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Die Wahrheit, die jeder Mensch in diesem Land kennt, lautet, wir haben das nicht geschafft. Nicht geschafft. Es ist eben nicht so, dass Scharen von gut ausgebildeten Menschen, Ärzte und Ingenieure in unser Land kamen. Es ist nicht so, wie der Ökonom Marcel Fratscher, hallo, es gibt keine Inflation, gehen Sie weiter, der Lieblingsökonom der Bundesregierung behauptet hat, dass die Flüchtlinge bald in Lohn und Brot stehen und mit ihrer Arbeit und ihren Steuern ihre eigene Integration längst finanziert haben und das Land auch finanziell bereichern. So ist es nicht. Noch viel weniger ist es so, dass Deutschland vielfältiger und bunter geworden ist. Das Gegenteil ist der Fall. Woche für Woche wird darüber berichtet, wie junge muslimische Männer Homosexuelle und Transmenschen angreifen, verprügeln und im Fall von Malte aus Münster zum Beispiel töten. Wie sich die Zahlen von Verbrechen gegen das Leben, die sexuelle Selbstbestimmung, der Einsatz von Messern und Macheten entwickelt hat, muss ich Ihnen nicht erklären. Wie antisemitische Straftaten in Deutschland explodiert sind, muss ich Ihnen nicht erzählen. Nur so viel, Nichtdeutsche begehen solche grausamen Straftaten, Rohheitsdelikte, 4 bis 5 Mal häufiger als Deutsche, 4 bis 5 Mal häufiger. Es sind Hunderttausende Analphabeten ohne Ausbildung und jegliche Sprachkenntnisse nach Deutschland gekommen. Die Mehrheit der Flüchtlinge aus 2015 und 2016 kloppt nicht etwa Nachtschichten in Kliniken oder plant Autobahnbrücken. 2 Drittel der Syrer und 50% der Afghanen und Iraker leben von Hartz IV, vom Staat, von Steuergeldern. Merken Sie sich also, wenn linke Politiker behaupten, die Masse an Asylbewerbern könne unser Fachkräfteproblem lösen, ist das ein Märchen, eine Lüge. Denn dafür bräuchten wir eisenhart gesteuerte Migration. Wir müssten wissen, wer hierher kommt, was er kann, wie er unser Land nach vorne bringen und für sich und seine Familie selbst sorgen will. Was Deutschland aber erlebt, ist eine unkontrollierte Masseneinwanderung. Nicht in den Arbeitsmarkt, sondern in unsere Sozialsysteme. Asyl ist ein Grundrecht. Aber ein Land kann nicht unbegrenzt fremde Menschen aufnehmen, schon gar nicht ein Sozialstaat, wie wir es sind. Und schon gar nicht, wenn die kulturellen Hintergründe das Bild von Frauen und Homosexuellen derart auseinandergehen. Die Grünen wollen ein buntes Land schaffen. Wir sind ein buntes Land. Ein buntes Land schaffen, indem sie immer mehr Menschen nach Deutschland holen, die es vollkommen normal finden, Homosexuelle von Häuserdächern zu stoßen. Wir müssen endlich anfangen, klar auszusprechen, was die irrwitzige Migrationspolitik der Bundesregierung ist. Lebensgefährlich. Nein, nicht lebensgefährlich, sondern mörderisch. Für Menschen in unserem Land, wie für die 2 Männer in Ludwigshafen. Das war Achtung Reichelt. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.